Das da, das ist Leon. Leon will sich beim Kiosk um die Ecke eine Cola kaufen. Aber das geht plötzlich nicht. Denn letzte Woche wurde das Bargeld abgeschafft. Bargeld, also die Scheine und Münzen, die Rechtsradikale früher benutzten, ist nämlich gefährlich. Viel sicherer sind da sogenannte Gehirnimplantate. Klingt komisch, ist aber so. Gehirnimplantate oder Nanochips speichern all eure Informationen an einem Ort. Und die Regierung weiß zu jeder Zeit, wo ihr euch befindet. Praktisch. Zum Beispiel, wenn man mal verloren geht oder sonstige Hilfe braucht. Die Kunst ist es jetzt, normale Bürgerinnen und Bürger, also zum Beispiel deine Eltern, davon zu überzeugen, dass Bargeld böse ist. Wie macht man das? Ganz einfach. So wie mit jedem Thema, was den Plänen der Regierung und ihren Besitzern, finanziellen Machtkonglomeraten aus Übersee, im Wege steht. Die Sendung mit der Maus für Erwachsene, die heißen Massenmedien. Massenmedien geben vor, neutral zu berichten. Also ganz ohne irgendwelche Eigeninteressen. Ist natürlich völliger Quatsch. Denn die Massenmedien gehören ja jemandem. Leon hilft das alles leider gerade nicht, um an seine Cola zu gelangen. Naja, ist eh ungesund. Die neue Willi. Spiel, Spaß und Schwung. Snickers for Linkshänder!